Jede Nacht um 23:30 finden sich die Mönche der Kartause Marienau in ihrer Kirche zum Chorgebet ein. Das Chorgebet dauert mindestens 2 Stunden. An kirchlichen Feiertagen werden daraus meist 2,5 bis 3 Stunden. Für die Kartäuser heißt das, jede Nacht den Schlaf unterbrechen. Gerade zu der Zeit, von der die moderne Medizin behauptet, sie sei die Zeit des tiefsten und gesündesten Schlafs. Der Orden aber vollbringt diese asketische Leistung seit 900 Jahren. Für diese Männer hat das Wort modern, auch wenn es die Medizin meint, nur eine eingeschränkte Bedeutung. Hellwach beten sie für eine Welt, die das Beten weitgehend verlernt hat. Die Welt nimmt davon keine Notiz, aber auch das hat für die Mönche nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Sie sind davon überzeugt, dass Opfer und Gebet der ganzen Menschheit helfen können, auch dort, wo andere Formen der Liebe die Seele nicht erreichen würden. So hat es jedenfalls einer dieser Mönche in einer Meditationsschrift ausgedrückt. Sie haben das Gebet zu ihrem Beruf gemacht. Es steht in ihrem Leben an erster Stelle. Alles andere wird dem untergeordnet. Das mitternächtliche Chorgebet wird lateinisch gesungen. Es ist einer der wenigen Anlässe am Tag, bei denen die Kartäuser aus ihrem Schweigen und der Einsamkeit der Zelle heraustreten und dem Gebet des Tages einen Höhepunkt geben. Zugleich ist das Chorgebet mit den gregorianischen Gesängen die Pflege eines 1,5 Jahrtausende alten abendländischen Kulturguts. Guten Abend, liebe Zuschauer. Dies ist eine Sendung über ein nicht alltägliches Thema, über das Leben der Kartäuser, eines der strengsten Orden der katholischen Kirche. Und es ist eine Sendung, die auf eine ungewöhnliche Art und Weise zustande gekommen ist. Der Orden hat sich dem Gebet verschrieben, er lebt ein Eremitenleben. Das ist das Kartäuser-Ideal, die Verbindung von Eremitenleben und Gemeinschaft, aber das Eremitenleben, die Einsamkeit, überwiegt. Und der Orden öffnet sich eigentlich nicht zur Welt hin. Und das hat dazu geführt, dass man mit einer normalen Fernsehausrüstung in ein Kartäuserkloster nicht hineinkommt. Und die Herren dort haben gute Gründe dafür, dass das so ist. Wir haben aber einen Blick hineinwerfen können mit Hilfe von Otto Beck. Er ist Pfarrer in Otterswang in Oberschwaben und er hat sich das Vertrauen dieser Männer erworben. Ich begrüße vor allem den Prior des Klosters Marienau, Herrn Felix Bissig. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ein Kartäusermönch in einem Fernsehstudio auftritt. Ist das so? Ja, ja. Gut, wir kommen gleich auf Ihr Generalthema Beten. Das ist ja das Wichtigste. Sie haben sich in Ihrem Leben dem Gebet zur Gänze verschrieben. Was ist der Grund dafür? Das ist erstens, hat uns ja unser Heiland selber gesagt, wir sollen immer beten. Und weil das eben sehr schwierig ist in der Welt, nicht nur in der heutigen Welt, das war auch früher schon so, haben sich viele Mönche in die Einsamkeit zurückgezogen. Und diesen Mönchen wollen wir nacheifern. Das als Vorbild. Der heilige Bruno war ja Ihr Ordensgründer. Sie sehen den als Ordensgründer an, Bruno von Köln. Ja, der heilige Bruno ist unser Ordensgründer, aber er hat natürlich auch die Vorbilder aus dem ersten christlichen Jahrhundert
hat er zum Vorbild genommen, um diesen nachzueifern. Er lebte in einer sehr unruhigen Zeit und hat es selbst erfahren, wie wenig er wirken konnte durch seine Lehrtätigkeit und später auch durch seinen Kampf gegen seinen simonistischen Bischof. Darum hat er dann, ist er auch zur Einsicht gekommen, dass er durch Gebet mehr der Welt helfen kann als durch seine Aktivität. Nach außen gerichtete Tätigkeit. Nun, wir haben alle unsere Vorstellungen vom Beten aus der Schule und es ist vielleicht ganz interessant, einmal zu sehen, wie beten Männer, die Beten zum Inhalt ihres Lebens gemacht haben. Zu jeder Zelle, die aus drei Räumen besteht, gehört auch ein abgeschlossenes Gärtchen. Dieses Gärtchen ist ein Ort der Erholung und Entspannung, der individuell gestaltet werden kann. Vor allem aber ist es ein Platz der Meditation und des stillen Betrachtens. Die meiste Zeit seines Lebens verbringt der Kartäuser aber beim Gebet in seiner Zelle. Die Kartäuser sind Eremiten, also Einsiedler. Das heißt, der streng geregelte Tagesablauf wird von Einsamkeit und Schweigen geprägt. Pater Georg Keindl. Man muss auch hier unterscheiden, das äußere Schweigen, das innere Schweigen. Das äußere Schweigen, das kann man vielleicht ziemlich schnell lernen. Aber das innere Schweigen, wissen Sie, wenn im Menschen auf einmal alles wach wird und alles anfängt zu schreien, wenn diese Vorstellungen, diese Gedanken, die ständig auf uns einstürmen, wenn die zum Schweigen gebracht werden müssen, da gehört schon eine viel größere Kraft als nur irgendwie ein guter Wille oder ein Anstreben dazu. Dazu gehört tatsächlich die Gnade. Und wodurch erhält der Kartäuser diese Gotteskraft? Ja, nur durch das Gebet. Wir müssen uns diese Kraft erbeten. Sie kann nicht vom Menschen aus bewerkstelligt werden. Sie muss uns geschenkt werden. Aber Christus selbst hat ja gesagt, bittet und dann wird euch gegeben werden. Dann wäre also das Gebet für den Kartäuser das eigentlich Wesentliche. Das kann man so sagen. Wenn wir Gebet betrachten als das notwendigste Tun des Menschen. Sie kennen vielleicht diese Episode aus dem Evangelium, wo Jesus bei der Familie des Lazarus, für seines Freundes Lazarus, sich aufhält und dass da die eine Schwester Martha sehr beschäftigt ist, um den Herrn zu bedienen und die andere Schwester sich einfach zu Füßen ihres Herrn setzt, ihres Christus setzt und lauscht und gar nichts tut, scheinbar nach außen hin, nur lauscht. Und dann Martha sich aufregt und sagt, warum der Herr das zulässt und nicht ihre Schwester aufmerksam macht, dass sie ziemlich untätig da ist und ihr nicht behilflich ist. Und dass da Christus diese Maria in Schutz nimmt und sagt, sie hat den besseren Teil erwählt. Das ist im Grunde genommen das eigentliche Ziel des Gebets, dass wir lernen, hineinzuhorchen in das Lauschen, hineinzuhorchen in das Tun Gottes. In das Reden Gottes, denn Gott ist ganz deutlich in uns. Pater Georg, was ist denn wichtiger, das stille persönliche Gebet in der Zelle oder das gemeinsame im Chor? An sich wird im Kartäuserleben das persönliche und gemeinsame Gebet tatsächlich zu einer Einheit zusammengeschlossen. Wenn wir allein in der Zelle beten oder wenn wir gemeinsam im Chor beten, immer geht es nur um diese eine Tendenz, die Vereinigung. Diese innere herzliche Vereinigung mit Gott herzustellen. Dieses einzig Notwendige, ganz auf Gott ausgerichtet zu sein. Und da spielt eigentlich der äußere Ablauf mit der Zeit keine Rolle. Dennoch sind für Männer, die ihr Leben zur Gänze dem Gebet widmen, die Formen des Gebets mehr als eine Formsache. Sie sind Halt im Ablauf dieses Lebens und zugleich Haltung, die ein Zeichen setzt. Vater unser, wir sind selig, sanctifiziert.
Dreimal am Tag kommen alle Mönche in der Kirche zusammen. Das gemeinsame Beten dort wird so zum ausschließlichen Erlebnis von Gemeinschaft. Private Gespräche vor und nach dem Gottesdienst und während des langen Tages in der Zelle verbietet die Ordensregel. In dieser Strenge und Konsequenz, mit der Einsamkeit und Gemeinschaft gegeneinander abgegrenzt werden, unterscheidet sich das Karthäuserleben fundamental vom Leben in den meisten anderen Orden. Ja, es fragt sich, von außen ist dieses Leben der Karthäuser nicht so etwas wie Weltflucht, die Konzentration auf das Gebet in der Karthause, die gelebte Einsamkeit, ist diese Abgeschiedenheit Weltflucht? Es kann vorkommen, dass beim einen oder anderen eine Weltflucht ist. Aber er wird auch bald merken, dass er der Welt nicht entfliehen kann. Irgendwie folgt sie ihm selbst. Er muss vor allem auch mit sich selber rechnen. Die Begegnung mit sich selbst. Ja. Und die wird, Pater Prior, in der Karthause besonders hart und deutlich wahrscheinlich, unmissverständlich. Ja, man denn in der Karthause hat man weniger Gelegenheiten, um eben die Fehler auf jemand anders abzuwälzen. Man muss sich fragen, ob es nicht bei sich selbst liegt, wenn etwas nicht gelingt. Wahrscheinlich liegt es ja immer an uns selbst, nicht? Ja, meistens liegt es an uns. Die Weltflucht, vielleicht etwas zum innerkirchlichen Verhältnis. Es leben in Ihrer Karthause 13 Patres, das sind Theologen, und Sie lesen draußen keine Messe. Der Pfarrer Beck ist Pfarrer und konfrontiert mit dem täglichen Problem des Priestermangels. Wie sehen das die Priester draußen? Ich glaube, man muss schon auch Geistlichen die Freiheit lassen, dass sie auf ihre Weise meditativ leben, Pater Prior. Oder wollen Sie aushelfen? Wäre das nicht von der Ordensregel aus verboten eigentlich? Das ist von der Ordensregel aus, ist das verboten. Und ich glaube, es würde auch der Kirche nicht viel nützen, wenn jetzt wir 13, oder es sind nur 10 Priester, jetzt auch in die Welt, in die Seelsorge gingen. Das hätte auf die Seelsorge keinen großen Einfluss. Ich glaube, wir können mehr Einfluss ausüben, wenn wir unser Leben, ein Leben des Gebetes, wirklich ernst nehmen. Und damit ein Zeichen setzen. Die Konzentration auf dieses geistliche Leben ist der bedeutende Teil, aber Sie müssen ja auch physisch leben, und die Karthause ist ein großes Instrument, das nach alten Regeln erstellt ist, die funktionieren eben seit 900 Jahren, seit den Tagen des heiligen Bruno, der Selbstversorgung, soweit Sie es eben können, nicht? Ja, jedes Kloster sucht, soweit es geht, sich selbst zu versorgen. Das hat schon Guigo, unser Gesetzgeber, hat ja das schon gesagt. Man sollte keine neuen Häuser auftun, wenn nicht für die Versorgung gesorgt wäre. Und wie das praktisch vor sich geht, das werden wir jetzt in einigen Bildern sehen. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Aber ohne Brot kann auch ein Karthäuser nicht leben. Die Karthäuser backen ihr Brot selbst. Das ist eine der Aufgaben, die den Brudermönchen obliegen.
Im Unterschied zu den Priestermönchen, die ein Theologiestudium abgeschlossen haben, sind die Brüder Handwerker, Gärtner, Landwirte. Sie sind das wirtschaftliche Rückgrat des Klosters. Bruder Gabriel backt zweimal in der Woche. Neben Gemüse und Obst ist Brot das Hauptnahrungsmittel. Fleisch darf nie auf den Tisch kommen. An Sonn- und Feiertagen gibt es Fisch. Die Kartäuser der Marienau stammen aus Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Polen, Ungarn, der Tschechoslowakei und Deutschland. Aber was den Haustrunk angeht, halten sie sich an Schwäbisches, den Most. Selbstverständlich wird auch der in Eigenarbeit hergestellt. Im Jahr sind es etwa 1500 Liter. Außer dem Most trinken die Mönche noch selbstgemachten Sprudel, Bier und Tee. Alkohol ist nicht verboten. Was an Maschinen und Geräten nötig ist, um mit Freude arbeiten zu können, steht zur Verfügung. Diese Presse würde auch jeder weltlichen Mosterei zur Ehre gereichen. Die Pflege und sorgsame Behandlung der Arbeitsgeräte wird sogar von der Ordensregel vorgeschrieben. Die Regel verbietet außerdem jede Verschwendung. Es fällt auf, dass es bei den Arbeiten im Kloster keine Hitze gibt. Alles wird mit Ruhe, Sorgfalt und langem Atem getan. Das Brot ist fertig. Es muss für 13 Priestermönche und 17 Brüder reichen. Allerdings darf sich niemand im Kloster selbst bedienen. Alles wird portioniert und zugeteilt, auch das Brot. Gegen die in der Regel vorgeschriebene Mäßigkeit und Genügsamkeit zu verstoßen, ist so praktisch nicht möglich. Außerhalb der Essenszeiten darf keiner etwas essen oder trinken, außer Wasser. In allen Speisen soll Einfachheit gewahrt bleiben. Murren über das Essen ist nicht erlaubt. Am Freitag gibt es nur Brot, Salz und Wasser. Ausnahmen der strengen Essensregeln werden nur Kranken zugestanden. Wer schwer körperlich arbeitet, kann zusätzliche Nahrung erhalten. Bei aller Strenge soll jedoch keine Entkräftung eintreten, die Hauptaufgabe, den Dienst für Gott, beeinträchtigen könnte. Für eine Gemeinschaft, die sich überwiegend vegetarisch ernährt, hat die Arbeit im Garten einen hohen Stellenwert. Die Karthäuser bauen ihr Gemüse ohne Kunstdünger und Spritzmittel an. Sie taten das mit bestem Erfolg schon lange bevor das Schlagwort vom biologischen Landbau Mode wurde. Es gibt so etwas wie eine Art Gartenbaukultur der Karthäuser, die sich über Jahrhunderte in allen Klimazonen Europas bewährt hat. Wichtigster Grundsatz dabei ist, das Gleichgewicht der Natur weitgehend zu erhalten und zu nutzen. In solchen intakten Kulturen halten sich auch Schädlinge und Pflanzenkrankheiten in Grenzen. Die Mönche so eines Klosters sind wie ein großer Speicher an Fertigkeit und Wissen. Sie bringen ihren ganzen Werdegang zum Nutzen der Gemeinschaft ein. Unter den Brüdern der Marienau ist Bruder Karl eine herausragende Erscheinung. Er ist Schmied, Schlosser, Maurer und Kellermeister. Seit 30 Jahren ist er mit großer Begeisterung Karthäuser. Vor seinem Eintritt in den Orden war er aber nicht Handwerker, sondern Lehrer. Als Angehöriger eines Schulordens hat der gebürtige Oberschwabe im Libanon in französischer Sprache unterrichtet, war als Missionar in Afrika tätig. Nach Krieg und Gefangenschaft
suchte und fand er seine Bestimmung bei den Karthäusern von Düsseldorf, die später ihr ganzes Kloster ins Allgäu verlegten. Auch die Priestermönche müssen körperlich arbeiten. Dazu gehört, dass jeder sein Brennholz sägt und spaltet. In der Regel heißt es, durch die Handarbeit übt sich der Mönch in der Demut und bringt den ganzen Leib in Dienstbarkeit, um dadurch besser die Festigkeit der Seele zu erreichen. Denn mit überflüssigen und nichtigen Arbeiten dürfen wir unsere kostbare und zur Verherrlichung Gottes geschenkte Zeit nicht vergeuden. Die Kartäuser haben auch Humor. Herr Prior hat sich selbst erkannt und es fällt ihm offenbar nicht leicht, diese Arbeit zu vollbringen. Er tut's aber. Was fällt einem in Ihrem Leben schwer, im Kartäuserleben? Auch diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten, weil wir eben sehr verschieden sind. Jeder behält seine Personalität. Dem einen fällt dies schwer. Ich kenne Kartäuser, denen fällt eben die Handarbeit, fällt ihnen sehr schwer. Das ist für die eine richtige Buße. Gehören Sie zu denen? Nein, ich habe Handarbeit eher gern. Mir Briefe schreiben fällt mir viel schwerer als Holz sägen. Ich habe einen Ihrer Patres gefragt, den Pater Prokurator, ist für ihn Stress, und ich bekam die für mich völlig überraschende Antwort. Es ist ja nicht das Aufstehen mitten in der Nacht oder der strenge Tagesablauf, sondern Stress, hat er gesagt, ist für mich nicht verstanden werden von den anderen. Geht Ihnen das manchmal auch so? Ja, selbstverständlich. Das ist für uns, das fällt uns manchmal schwer, wenn man weiß, man versteht uns nicht. Pater Prior, ich war ja schon oft bei Ihnen zu Gast in Ihrer Karthause und mir ist aufgefallen, dass alles sehr einfach und schlicht ist, direkt eine Strenge dadurch zum Ausdruck kommt. Was ist denn besonders streng bei den Karthäusern? Offen gestanden, es fällt mir nicht allein, was eigentlich am schwersten ist. Bald ist es eben dies, bald jenes, ich meine zum Beispiel nachts aufstehen, das fällt einem manchmal schwer, das ist sicher wahr. Immerhin, ich kann sagen, ich habe es eigentlich nie bereut, dass ich aufgestanden bin. Und es ist auch typisch, dass die meisten Kartäuser, vielleicht sogar alle, möchten nie und nimmer das Nachtoffizium aufgeben. Aber insgesamt, die Atmosphäre ist sehr dicht und die Atmosphäre ist geprägt von dieser Strenge und von der Einsamkeit. Und damit müssen Sie eben ein Leben lang fertig werden. Also wir sind uns eigentlich dieser Strenge gar nicht so bewusst. Man liebt das Leben und es ist doch sehr ausgewogen im Allgemeinen. Ihre Antwort wird wahrscheinlich für unsere Zuschauer erstaunlich werden, wenn Sie zwei Episoden aus diesem Leben, die für uns Außenstehende für Strenge und Einsamkeit stehen, zu Gesicht bekommen. Alle Details der Innenarchitektur der Karthause sind auf das Eremitenleben ausgerichtet. Das Essen wird über Durchreichen vom großen Kreuzgang her in die Zellen geliefert. Das verhindert Begegnung und damit den möglichen Bruch der Einsamkeit und des Schweigens. Die andere Seite der Trennmauer des großen Kreuzgangs. Sie ist zugleich Innenwand der Zelle. Pater Georg Keindl holt sich aus der Durchreiche sein Mittagessen. Er trägt es durch den Gang
und den Ave Maria genannten Vorraum in die eigentliche Zelle. Das Mittagessen um 11 Uhr ist die erste Mahlzeit des Tages. Frühstück gibt es nie. Gegen 17 Uhr wird ein kleiner Imbiss gereicht. Das Horten von Nahrungsmitteln über die Mahlzeit hinaus ist nicht erlaubt. Die Fastenzeit beginnt am 14. September und dauert bis Ostern. Fasten bedeutet, es gibt nur eine Mahlzeit am Tag. Von der Fastenzeit ausgenommen sind nur Sonntage und hohe Feiertage. Allerdings wird an zahlreichen sogenannten Abstinenztagen besonders hart gefastet. Dann wird auf Milch, Eier und Fischspeisen völlig verzichtet. Gemeinsam essen die Mönche nur an Sonn- und Festtagen. Das Gebet steht vor jeder Tätigkeit. Verzicht zu üben ist eine wichtige Tätigkeit. In diesem Raum verzichten die Mönche jeden zweiten Freitag auf ihr Haupthaar. Es ist dies ein Zeichen der Demut, der Bußbereitschaft und der totalen Auslieferung an die Strenge der Ordensregel. Der Vorgang wird Rasura genannt. Früher wurde mit Seife und Messer rasiert. Es tun sich hier nicht nur äußerliche Parallelen auf zu buddhistischen Mönchstraditionen. Die Grundeinstellung dieser Männer äußert sich auch in ganz kleinen Gesten. Jeder muss seine Haare selber zusammenfegen. Danach wird die Teilnahme an der Rasura schriftlich registriert. Es sind nur kleine Ausschnitte, die wir hier in dieser Sendung aus dem Kartäuserleben zeigen können. Es gibt noch viele andere Phänomene zum Thema Strenge und Einsamkeit. Zum Beispiel, Sie sehen nicht fern, Sie hören nicht Radio, Sie lesen nicht täglich die Zeitung. Der Prior tut es. Sie lesen Zeitung, aber sehen nicht fern, hören nicht Radio. Und Sie informieren dann Ihre Mitbrüder über das, was wichtig ist. Was ist wichtig in der Welt draußen? Ja, eben, das fragen wir uns auch. Was ist wichtig in der Welt? Erfahren Ihre Mitbrüder zum Beispiel, dass jetzt Andropow krank ist oder dass die Amerikaner eine Invasion nach Grenada gemacht haben? Das habe ich Ihnen gesagt, wegen Andropow, dass er krank ist. Dass man in Grenada eingefallen hat, dass die Amerikaner nach Grenada gegangen sind, da war ich eben gerade nicht zu Hause, aber das hatte ich Ihnen eben auch gesagt. So wichtige weltpolitische Ereignisse. Wichtige weltpolitische Ereignisse, die erfahren die Mitbrüder auch. Und wahrscheinlich dann auch kirchliche Dinge zum Beispiel. Und vor allem kirchliche Dinge. Wir haben zum Beispiel auch das Sonntagsblatt der Diözese und auch den Osservatore Romano auf Deutsch. Das lesen Sie. Und dann gibt es noch einige Zeitschriften, also geistlichen Inhalts. Warum nimmt man jetzt alles das auf sich? Warum haben Sie es getan, das Leben in Strenge und Einsamkeit der Kartäuser auf sich genommen? Warum? Das kann ich leider nicht so in wenigen Worten sagen. Zuerst wollte ich ein Kapuziner werden.
Aber im Verlauf der Jahre im Gymnasium habe ich mich dann auch die Kartäuser etwas kennengelernt und bin dann auch einmal hingegangen in eine Kartause in der Schweiz. Und da hat mich dieses Leben hat mich beeindruckt und hat mich irgendwie gepackt. Und dann habe ich mir gesagt, das ist etwas für dich. Jetzt haben wir den Prior gehört. Wir haben auch noch andere in Ihrem Kloster gefragt. Der äußere Ablauf ist schnell geschildert. Nach außen hin war es so gewesen, ich habe innerlich immer wieder gespürt, du müsstest radikaler werden, etwas Radikaleres tun. Aber was? Ich wusste es nicht. Ich wollte nicht übertreiben. Ich wollte etwas Ehrliches, Echtes tun. Und eines Tages kam dann die Kirchenzeitung, die Mainzer Kirchenzeitung ins Haus und auf einmal war da ein Bericht von den Kartäusern drin. Und ich las diesen Bericht und da war ich Feuer und Flamme. Da konnte ich nicht anders. Ich musste zu den Kartäusern gehen. Und was haben darauf dann Ihre Pfarrangehörigen gesagt? Ja, die war zunächst gar nicht einverstanden damit. Wir hatten relativ gesehen ein ziemlich gutes Verhältnis gehabt. Die haben, als sie das gehört haben, haben sogar Petitionen an den Bischof geschickt und haben den Bischof geschrieben, mich ja nicht zu versetzen, weil die meisten gedacht haben, ich würde strafversetzt werden. Müsste also irgendwie in ein Kloster, weil ich was angestellt habe. Aber nein, der Bischof, der hat ihnen zurückgeschrieben und hat mich sogar gebeten, noch einmal zu überlegen und mir sogar ans Herz gelegt und gesagt, es gibt auch das Opfer des Opfers. Ich soll also dieses Opfer ins Kloster zu gehen, als Opfer auf mich nehmen und darauf verzichten. Aber der Zug war schon zu stark. Der war schon unterwegs, der war schon im Laufen. Ich konnte nicht mehr zurück. Ich bin der Bruder Antonius. Ich bin 1974 in Kartaus gekommen. Ich war im Kursillo, das ist ein Glaubensintensivkurs. Und da habe ich die Gnade Gottes erreicht. Und dann habe ich gleich gesagt, ich will in ein Stringskloster. Und noch bin ich durch Sonntagsblatt auf die Kartäuser gestoßen. Das ist wohl ein strenger Orden, aber durch die Gnade Gottes schaffen wir alles. Mir gefällt es ganz gut, weil Gott allein genügt. In über einem Jahr, da mache ich die ewige Profess und will dann für meinen Lebtag hier Gott dienen. Und vorher? Vorher war ich Braumeister und Gastwirt. Das hat mich schon erfüllt, aber im Innersten war ich nicht zufrieden. Ich bin Bruder Misael, seit einem Jahr hier in der Kartause, 33 Jahre alt. Ich bin in Zug geboren, nach Zürich gefahren, habe dort meinen Beruf ausgeübt. Ich bin Maschinenzeichner. Bin nach Indien gefahren, vor etwa 6-7 Jahren zum ersten Mal, aus Interesse für das Land und die Leute. Bin dann ein paar Jahre später wieder dorthin gefahren, allerdings aus mehr religiösen Gründen, weil ich der Mutter Teresa helfen wollte, mitzuarbeiten. Es hat aber nicht geklappt dort. Ich bin dann wieder zurückgekommen und wollte in ein Ordenshaus eintreten, wusste aber nicht wohin und habe so verschiedene Häuser mir angeschaut. Bin dann schließlich hier hergekommen, wo es mir sehr gut gefällt, wo ich nicht mehr weggehen möchte. Ich arbeite hier vor allem in der Anstreicherei und helfe dem Bruder Bruno gelegentlich bei der Arbeit Elektro. Ich war früher nicht religiös, habe weder gebetet, noch bin ich in die Kirche gegangen, habe auch kein Gefallen gehabt an Religionsunterricht. Ich bin dann bekehrt worden durch ein persönliches Erlebnis der Gottverlassenheit, könnte man vielleicht sagen. Es war für mich sehr eindrucksvoll. So habe ich also meinen Orden hier gefunden. Pater Prior, wenn man bei Ihnen in der Kartause ist, sieht man viele junge Gesichter, bei den Brüdern ganz besonders, aber auch bei den Patres einige. Wie steht es denn eigentlich um den Nachwuchs?
Leider muss ich sagen, dass auch bei uns der Nachwuchs in den letzten Jahren sehr zu wünschen übrig lässt. Wie ja übrigens in den meisten anderen Orden und zum Beispiel auch bei den Weltpriestern. Liegt es aber nicht auch daran, dass Sie überhaupt keine Werbung betreiben? Das mag auch damit zusammenhängen, dass man uns nicht kennt. Wie viele Kartäuser gibt es noch auf der Welt? Es gibt, gegenwärtig gibt es noch 431 Kartäuser, also mit eingeschlossen die Nonnen. Es gibt auch 103 Kartäuser-Nonnen. Könnte Ihnen bei der Lösung Ihres Nachwuchsproblems helfen, dass es heute einen Zug zu alternativem Leben gibt unter jungen Menschen? Nur die Frage, ist das ein Missverständnis? Ist Kartäuserleben alternatives Leben? Man spricht viel von alternativem Leben. Aber sobald man dann wirklich ein anderes Leben verlangt, also wirklich auch eine Anstrengung verlangt, dann ist oft bei den Alternativen, dann verlieren sie den Mut. Und die Ausdauer und die Geduld. Ja. Es kommt ja auch noch dazu, dass die Kartäuser 7 Jahre Probezeit haben. Also da muss man schon durchhalten können. Ja, eben. Das ist natürlich auch für manchen ist das eine schwere Entscheidung, wenn er denkt, dass 7 Jahre sind. Aber man sollte eben in der Kartause nicht zu viel in die Zukunft sehen. Eines ist für uns Menschen immer gleich das Ende, nämlich der Tod. Der Pfarrer Beck war Zeuge eines Begräbnisses bei Ihnen. Und mir scheint nach Besichtigung dieser Bilder, die auf mich einen tiefen Eindruck gemacht haben, Sie haben auch eine andere Einstellung zum Tod als die heute gängige. Also Sie sind auch in diesem Punkt alternativ. Was imponiert, ist auch die Abwesenheit von Todesfurcht. Was ist die Grundlage dieses geraden Blicks ins Angesicht des Todes? Ja, nun, auch für uns ist der Tod etwas Furchtbares. Aber hinter allem, wissen wir eben auch, steht Gott. Und der Tod ist ja eine Strafe, auch für die Sünde. Und weil wir eben auch Sünder sind, müssen wir auch dieses Ereignis und diesen Durchgang auch annehmen. Denn der Tod ist für uns nicht ein Ende, sondern eher der Anfang eines neuen Lebens. Und wir hoffen, dass Gott uns zu diesem neuen Leben auch wieder auferstehen lässt. Der Kartäuserorden ist nie reformiert worden. Seine Mitglieder haben in der 900-jährigen Geschichte nie eine Notwendigkeit dafür gesehen. Non deformata, non reformata. Der Orden wurde nie deformiert, also musste er auch nie reformiert werden. Die Gebräuche haben so ihr ursprüngliches Gesicht bewahrt, dessen Grundzug äußerste Einfachheit ist. Auf Kranz, Blumen, Totenhemd, ja sogar auf den Sarg wird verzichtet. Tempore.
nome judici tui veras resuscitatio cum beatis, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Der Mönch wird auf einem einfachen Brett in seiner Kutte begraben. Die Kapuze ist über das Gesicht gezogen und zugenäht. Wir alle haben einmal gelernt, dass es zu den elementaren Christenpflichten gehört, die Toten zu begraben. Wir haben die Erfüllung dieser Pflicht delegiert, genauso wie wir die Auseinandersetzung mit dem Sterben weitergereicht haben an Ärzte, Krankenschwestern und Priester. Zum Leben der Kartäuser aber gehört es, jeden Tag sterben zu lernen. Ja, jeden Tag ganz bewusst ein Stück zu sterben. Die Abwesenheit von Todesfurcht ist nichts anderes als die letzte Konsequenz dieser gelebten Haltung. Auf ein Kartäusergrab kommt ein namenloses Holzkreuz. Das genügt. Der Leitspruch des Ordens lautet: Stat crux dum volvitur orbis. Das Kreuz steht, während die Welt sich dreht. Lasset uns beten, ruft der Prior. Erweise, Herr, diesem deinem Diener Barmherzigkeit und verschone ihn vor Strafe für seine Taten. Ihn, der sich in seinem Leben bemüht hat, deinen Willen zu erfüllen. So möge ihn deine Barmherzigkeit mit den Chören der Engel vereinen, wie er hier mit den Scharen der Gläubigen im wahren Glauben verbunden war. Durch Christus, unseren Herrn.